das war erstmal ein kleiner Fototermin mit dem Top-Fotografen der Hildburgsteiner im Bild. Kann seinen Namen nicht aussprechen, irgendwas mit G, Punkt, Punkt, Punkt. Mit völlig überraschenden Ausgängen bei den Spielen. Gestern ging es auch bei sehr 4-6 leider gegen uns. Und zum heutigen Spitzenspiel begrüßen wir ganz herzlich den VfC Wohlbach, den Drittliga-Absteiger, der viele Jahre in der dritten Bundesliga gespielt hat und als Ziel natürlich auch den Wiederaufstieg ausgegeben hat. Ich hatte vor der Runde mal gesagt, vermutlich wird keine Mannschaft in der Saison durchgehen, einfach durchlaufen. Wie im letzten Jahr war auch so. Wohlbach hat 4 Minuspunkte, aber kein Spiel verloren, 4-mal unentschieden gespielt. Das zeigt auch wieder, wie extrem ausgeglichen die Liga ist. Uns hat gestern leider 4-6 erwischt und wir haben schon mal 4-6 verloren, nämlich in der Vorrunde beim GDC Wohlbach. Also wir werden sehen, wenn es heute die 5-5 ausgeht, dann sind 3 Mannschaften mit 5 Minuspunkten. Ja? Die Mannschaft, die heute verliert, muss dann erstmal wieder auf den Austausch laufen. Also extrem spannend und ich glaube, keiner hat vor der Runde gedacht, dass am Schluss wirklich 3 Mannschaften sich so einen heißen Fall liefern. Ganz herzlich begrüße ich die Oberschiedsrichterin, die Bianca Burschreusinger. Die Zuschauer, schön, dass manche da geblieben sind, manche noch dazugekommen sind und manche hoffentlich vom Essen nochmal dazustoßen. Die Gäste stehen an Nummer 1 mit Kovac. An Nummer 2 mit Wasilkowski. An Nummer 3 mit Rosenberg. Doppel 1 ist Wasilkowski-Rosenberg und Doppel 2 Kovac-Kostadinov. Der TV Hilberstein spielt oder macht die Einzelaufstellung erst nach dem Doppel. Generell spielen wir aber heute mit Matthias Danzer, Sebastian Liegenberger, Günther Unterschied, Anfang der Reihe, Schumacher Fekete, Jakob Mossi und Hannes Hörmann, der zweite Runde Messer. Doppel 1, Tanzer Hörmann, Doppel 2, Liegenberger Fekete. Auf Tisch 1 stehen Danzer Hörmann gegen Wasilkowski Rosenberg und auf Tisch 2 stehen Liegenberger Fekete gegen Kovac Kostadinov. Ich wünsche dem Spiel einen spannenden, fairen Verlauf, ähnlich dramatisch wahrscheinlich gestern. Schauen wir mal.